Mehr Offensive, mehr Risiko. Auch weil ihm klar war, seine Eintracht durfte sich heute keinen Ausrutscher erlauben beim Tabellenletzten. Und die Gäste in Rot und Schwarz begannen konzentriert. Jung, der Rechtsverteidiger, und Köhler brachte die Frankfurter nach 13 Minuten mit 1:0 in Führung. Sein 8. Saisontor, aber vorausgegangen auch taktische Fehler in der Defensive der Rostocker. Pelzer mit dem Stellungsfehler, Holst, der Innenverteidiger, musste rausrücken und auch deshalb stand Benjamin Köhler frei und trifft zum 1:0. Aber danach machte Frankfurt Fehler und Rostock kam auf. Mintal, geblockt von Schildenfeld, zurück in der Startelf. Und Jennecke prüfte da mal Okanikolov nach 27 Minuten. Wolfgang Wolf sah, dass seine Mannschaft mehr und mehr den Respekt ablegte. Pertl mit der Ecke, Nikolov verschätzt sich da. Köhler rettet auf der Linie. Und Borg wird dann noch entscheidend behindert von Mo Idrissou. Also Hansa hatte durchaus die Chance zum Ausgleich. Und Frankfurt hatte in der 42. eine Ecke. Und Schildenfeld trifft zum 2:0. Er kehrte zurück in die Startelf, genauso wie Mo Idrissou, der Innenverteidiger. Und er trifft, weil auch dort Pelzer nicht entscheidend dran war, am Innenverteidiger. Auch Kevin Müller mit dem Stellungsfehler. Und Mintal konnte dann am Ende das 0:2 nicht mehr verhindern. Zur Pause 1:2:0. Frankfurt glänzte nicht, aber spielte unglaublich effizient. Rein in den zweiten Durchgang. Und Hansa wurde mutiger, wurde stärker. Borg mit der nächsten Chance. Aber Okanikolov, 37 Jahre jung, spielt ja noch mit Manni Binz und Uli Stein aus der großen Frankfurter Mannschaft 92, die hier die Meisterschaft verspielte. Hansa kam und hatte Möglichkeiten. Mintal gegen den Pfosten. Und dann Robert Müller. Anschlusstreffer. 1:2. 63. Minute. Und es war spürbar, diese Mannschaft gab nicht auf. Auch die Unterstützung passte. 13.000 waren in Rostock dabei. Und sie glaubten hier noch irgendwie an die Wende. Und Frankfurt wackelte ein wenig und zeigte dann eine beeindruckende Reaktion. Köhler mit dem Pass, Pelzer mit dem Fehler. Und Sonny Kittel, 77. 1:3. Der Youngster. Eingewechselt nach der Pause für Erwin Hoffer, aber natürlich ein großer Patzer da vom Hansa-Kapitän. Und nach 77 Minuten führte Eintracht Frankfurt mit 3:1 und war auf Kurs. Aber Hansa wehrte sich immer wieder und hatte auch Pech im Torabschluss. 80. Minute, der Schwede trifft da nur die Latte. Aber am Ende spielte Eintracht Frankfurt auch seine Souveränität aus, seine Qualitäten aus. Idrissou mit der Torvorlage und dann das 4:1 durch Sebastian Rode. Wie im Hinspiel, 4:1 für Eintracht Frankfurt, Kevin Müller chancenlos. Und jetzt fiel Hansa Rostock auseinander, Butcher eingewechselt. Und Mo Idrissou durfte auch noch mal treffen, traf zuletzt im November zum Endstand, also zum 5:1 für Eintracht Frankfurt bei Hansa Rostock. Am Ende war es eine starke Vorstellung der Hessen und ein hochverdientes 5:1 für Eintracht Frankfurt. Wir hören mal Stimmen aus Rostock. Ja, jetzt unmittelbar nach dem Abpfiff, klar, ist man der am Boden zerstört. Man fehlt die Worte. Und ja, wir müssen das analysieren. Das kann in der Form, darf uns das so nicht passieren. Und dann müssen wir zusehen, dass wir das schleunigst abstellen und besser machen. Ja, jetzt im ersten Moment ist natürlich sehr niedergeschlagen nach dieser Niederlage. Aber ist trotz allem noch alles möglich und da gilt es dran zu arbeiten. Ja, eine bittere Niederlage für Hansa Rostock. Rostock bleibt Tabellenletzte. Nächste Woche geht es zum KSC und die Eintracht gewinnt, feiert und erobert sich Platz 2 zurück. Und jetzt ist Eintracht Frankfurt die beste Offensive in der zweiten Fußball-Bundesliga.